In diesem Video fassen wir die restlichen Sonderzeichen zusammen. Wir fangen hier an mit diesen Beispielen hier. Davor kein Leerzeichen und danach aber ein Leerzeichen. Das heißt, beim Winkel von 90 Grad, ich habe jetzt hier extra eine andere Schriftart genommen, wo die Leerzeichen besser hervorkommen. Ich könnte natürlich hier auch die Absatzmarken einblenden, aber das verwirrt dann zu sehr. Also lassen wir das aus. Und so kann man es auch erkennen. Also beim Gradzeichen 90 Grad, davor kein Leerzeichen, danach aber, also wenn wir hier noch schreiben würden, von 90 Grad messen, hier müsste also auch das Leerzeichen rein. Die Potenzzeichen, also Quadrat, Kubik, hier auch direkt an das entsprechende Maß anschließen und danach folgt das Leerzeichen auch bei Kubik hier direkt anschließen. Das Ganze macht man mit der Alt-Groß-Taste und der 2 oder der 3 und dann wird es entsprechend hier hochgestellt. Dann das Zeichen für Zoll. Das sind zwei Anführungszeichen oben. Das ist einfach nur die Umschalttaste und die 2. So, und hier haben wir jetzt die Temperaturangaben. Da kommt ein Leerzeichen davor. Man macht hier die Gradzahl entsprechend so. Zuerst die Grad, Leerzeichen, Gradzahl und dann Celsius. So, und die nächsten Abschnitte, da ist immer ein Leerzeichen davor und danach. Also einmal haben wir die Promilleangabe. Erstens, wie viel Promille es sind. Dann kommt das Leerzeichen und dann kommt hier ein O, Schrägstrich, nochmal ein O. Halt ein kleines O. Hier ist der Unterschied. Großes O, kleines O. Dann haben wir einmal das Zeichen für gegen. Hier macht man dann jeweils einen Punkt, Schrägstrich, Punkt und dann die beiden Parteien, die hier entsprechend beteiligt sind. Beim Gleichzeichen, das steht auch extra, also 1 Kilogramm ist gleich 1000 Gramm. Hier darf man es auch nicht so machen, dass man es hier einfach anschließt. Sowas macht man in Excel bei Formeln, aber die richtige Schreibweise ist das hier nicht. Das ist hier nach DIN 5008. Die Paragraphen, also das Zeichen für Paragraph, steht auch extra im Text. Davor und danach ist ein Leerzeichen, danach wird der Paragraph genannt. Und wenn es mehrere Paragraphen sind, dann kann man sagen, die Paragraphen und man macht zwei Zeichen, zwei Paragraphzeichen hin. Das Prozentzeichen. Hier kommt auch wieder erst die Angabe, wie viel Prozent, Leerzeichen, das Prozentzeichen und danach wieder ein Leerzeichen und dann ging es mit dem ganz normalen Text weiter. So, dann kommt das Zeichen für und. Dazu muss man sagen, das darf nur bei Firmenbezeichnungen verwendet werden. Also ich kann nicht einfach das Wort und im Text, so wie hier, durch und ersetzen. Das geht nur in Verbindung mit einer Firma. Also das wäre jetzt die Firma davor und danach. Also ich darf es nicht im Text verwenden. Hier muss ich und immer ausschreiben. Dann haben wir noch das Sternchen. Das ist gleich direkt neben der Return-Taste. Allerdings noch mit der Umschalttaste in Verbindung. Wenn man die Umschalttaste nicht drückt, dann hat man ein Pluszeichen. Das Pluszeichen ist, steht für gestorben oder das Additionszeichen. Bei beiden ist davor und danach ein Leerzeichen zu setzen, genauso wie bei den anderen Rechenzeichen. Also Minus, Mal, geteilt. Und dann haben wir noch ein Nummernzeichen. Also wenn hier eine Nummer folgt, kann ich sagen, Nummernzeichen ist auch direkt neben der Return-Taste zu finden und dann die entsprechende Nummer. So, und dann haben wir noch ein Zeichen ohne Leerzeichen davor und danach, zum Beispiel bei kmh oder bei
1,5. Das macht das Programm oft selber, wenn ich also 1/2 schreibe und Leerzeichen, dann macht er so einen Bruchstrich draus. Mal schauen, ob das auch hier geht mit 1/4. Macht er auch. Wunderbar. Okay, das waren die letzten Sonderzeichen.